Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Daniel Blocher. Wir sind an einem Ort, wo wir, glaube ich, seit etwa 4 Jahren nicht mehr waren. jetzt müssen Sie vielleicht mal sagen, wie gross ist eigentlich Ihr Garten? Oh, ich weiss auch nicht. Das ganze Grundstück ist etwa 11'000 Quadratmeter. 11'000 Quadratmeter? Ja, aber da steht das Wohnhaus drauf, da steht das Geschäftshaus drauf und der Garten drauf. Also, das ist ja wirklich ein kleiner Park. Ich habe mir gesagt, das könnte man überbauen, aber das lasse ich jetzt mal einfach frei. Das ist doch schön, so etwas mal sein lassen. Wenn ich das nicht mehr heben kann, muss man es halt überbauen. Aber die Gefahr besteht nicht, oder? Ja, morgen noch nicht. Jetzt wollen wir gleich mal, da hinten hat es noch so ein kleines Stühle. Sitzen Sie mit Ihrer Frau manchmal da unten, oder? Nein, selten. Wir haben ja hier gerade neben das Geschäftshaus. Also Thames Chemie Holding ist da, da habe ich hier mein Büro gebaut und alles. Und als ich dann auf Bern bin, habe ich dann der Tochter gesagt, jetzt musst du da drin hocken, da. Jetzt bist du da, jetzt nimm das Heft in die Hände und sie hat gute Tanken da. Und das hier ist eigentlich das Plätzchen, wo sie, wenn sie wenig Zeit hat und nicht kann heim essen, kann sie da rein, dem schönen Tischli unter dem schönen Laube da essen. Also das ist die Kantine von der Frau Matullo, oder? Ja, ja, kann man sagen, ja. Und das sind Glycinien. Darum sind wir jetzt da. Ja. Wir können das jedes Jahr kommen, aber jetzt blüht es gerade wunderbar. Und das hat jetzt der Kameramann ausgewählt. Der hat ein gutes Auge für da. Claudio Ferrari, der das hat ein gutes Auge für solche Sachen. Da kommen jetzt auch mal die Glycinien. Ja, also, jetzt gleich noch die Frage. Eben, Sie haben ja das Geschäftshaus, die Ems Chemie, Ihr Büro, haben Sie ja dann von Zürich zu sich heimzügeln, wenn man so will. Du warst eigentlich dort gegangen? Ja, jeden Tag in die Stadt fahren. Über den Bellevue-Platz und heute hat es noch mehr Auto. Und ich habe gesagt, wieso müssen eigentlich die Geschäftshäuser in der Stadt Zürich sein? Also Herliberg ist für einen Ausländer auch in der Stadt Zürich. Wenn es kein Auto hat, bist du ja in 15 Minuten bist ja am Bellevue. Aber habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich mal so umgekehrt. Jetzt nehme ich doch das mal hier an und dann kann ich zu Fuß ins Büro. Das ist wunderbar. Jeden Morgen konnte ich hier den Garten ab ins Büro. Nach 2 Jahren habe ich dann hier gewohnt und in Bern gearbeitet. Das ist halt das Unberechenbare. Ich bin plötzlich im Bundesrat gewählt worden. Aber jetzt haben wir hier den Sitz und das ist, wird sehr geschätzt. Und wenn jetzt, wir sind in 20 Minuten vom Flughafen, in 15 Minuten in der Stadt. Wir haben auch sehr gute Zugverbindungen. Alle in der Schweiz haben wir ja ein Luxus im öffentlichen Verkehr, das ist ja unglaublich. Also, wieso muss alles in der Stadt Zürich sein? Das aber ich versuche nie, als Sie Bundesrat sind, dass Sie gleich in Ihr altes Büro gegangen sind. Da? Ja. Ja, die Versuchung war schon da, aber ich habe widerstanden. Ich hab gesagt, ja klar, die Tochter war dann drin, oder? Ja, gut. Ich hätte ja können sagen, gut, kurz weiter, oder? Und jetzt habe ich das gehört mir privat, dann habe ich das der Firma vermietet. Das ist der Sitz von der Ems Chemie Holding. Und so eine Lage hat natürlich nicht Menge. So einen Sitz. Das war ein Amerikaner bei mir, das ist jetzt also 20 Jahre her. Dann sind wir hier rausgekommen, es war auch ein wunderbarer Morgen gewesen, da mit den Bergen. Oder? Wir sind hier auf der Tödi und da Berner Alpen. Man sieht es übrigens jetzt, wenn wir rüber schauen. Und dann war er so begeistert gewesen. Dann hat er gesagt, sie kann mir das kaufen. Da habe ich gesagt, nein, nein. Aber Amerikaner verkaufen mir jetzt nicht nur das letzte Fleckchen Erde. Ich muss auch noch sagen, Sie haben auch noch eine eigene Standseilbahn auf dem Grundstück. Ja, klar, weil. Ja. Also, staatlich konzessioniert. Eidgenössisch konzessionierte Standseilbahn. Ich lege Wert drauf. Im Grunde ist es ein Schräglift, oder? Er fährt einfach außen nur statt im inneren Grad, oder? Ja. Aber es ist ein Bändel und das hat durch die kommen, haben Freude, dass ich mit dem Bändel hier hochfahren ins Bürogebäude. Also, das ist dem wir dürfen es benutzen, Ihre Tochter ist, glaube ich, in China jetzt, oder? Ja, das ist in China, ja, das ist jetzt wieder in China. Sie muss viel auf China, weil man muss sehen, Dems, sein Hauptabnehmer ist heute die Autoindustrie. Hochqualifizierte technische Kunststoffe, oder? Geht in die Autoindustrie. Hitzebeständig, Licht, Lärmedämpfend und so weiter. Und China ist heute das Autoland Nummer 1.
China hat bereits Amerika und Japan überholt. Und die ganz grossen Autokongresse sind heute in China. Also es ist unglaublich, was das Land in diesen 30 Jahren hergebracht hat. Also das ist schon erstaunlich. Natürlich, die brauchen auch viele Autos, wenn alle fahren wollen. Oder 1,2 Milliarden, die mit dem Auto rumfahren wollen. Wie das sollte gehen mit dem Platz in der Stadt, wissen sie wahrscheinlich selber auch nicht. Mhm. Also. Wenn man jetzt sie so hört, ist ein interessantes Phänomen, wenn wir eine wirtschaftliche Sendung machen, wir laufen jetzt heute auch ein auf eine wirtschaftliche Sendung raus, ist das Interesse beim Publikum enorm gross. Weil das ist ja ein Teil von Christoph Blocher, den man so nicht kennt. Oder? Ja, und der wesentlich. Man muss immer sehen, Politik war für mich immer eine Nebensache gewesen. Auch heute noch. Ich wollte ein Milizpolitiker sein. Ich bin industriell tätig. Und was ich in Politik brachte, ist nämlich in erster Linie Führung. Ich sage immer, ich bin an sich ein schlechter Politiker. Ein guter Politiker ist Frau Merkel. Weil die hat nicht einen Gestaltungswille für etwas. Sondern die schauen, was muss man machen, dass man an der Macht bleibt. Das ist so bezeichnend, ihre Energiewende. Der hat doch gesagt, die SP ist schon das Abstellen von Kernkraftwerken. Und ich muss aufpassen, dass die SP die Wahlen nicht gönnt. Und nach dem Atomunfall Fukushima in Japan ist natürlich die Kernenergie unter Druck gekommen, bei uns auch. Was macht ein guter Politiker? Sich sofort anpassen. Aber jemand wie ich, der als Industrieller tätig ist, sagt, ja, ist das etwas da, die alternative Energie? Das hat Frau Merkel nicht überlegt. Sie hat gesagt, jetzt stellen wir die Kernkraftwerke ab, dann hat die SP keine Möglichkeit mehr, sich zu profilieren. Jetzt machen wir auf alternative Energie. Dann sagt sie, aber das wird nie funktionieren. Es gibt eine Verteuerung von der Energie. Etwas Unglaubliches und ihr müsst das subventionieren. Jetzt sind sie in der Soße drin, aber sie hat die Wahlen gewonnen. Ich bin anders. Ich habe gesagt, in den Ende 80er Jahren, wo plötzlich die Politiker die Schweiz aufgegeben haben und gesagt haben, es gibt keine Grenzen mehr und kein Feind mehr und kein Krieg mehr und all das oberflächliche Zeug, habe ich gesagt. Jetzt müssen wir schauen, dass die Schweiz unabhängig bleibt, dass die Schweiz Schweiz bleibt, dass die Schweiz nicht in die EU geht. Aber ich habe nicht gefragt, ob wir dann eine starke Partei werden oder nicht. Wir sind es dann geworden. Das ist auch noch geworden. Ja, Sie haben natürlich die Nischen auch ein bisschen besetzt, oder? Ja, aber ich habe sie nicht besetzt. Ich habe einfach, wenn die anderen mitgemacht hätten, dass wir nicht in die EU gehen, wäre ich glücklich gewesen. Aber wir sind dann die Einzigen gewesen. Totsmal, oder? Freisinnige CVP, die SP sowieso, die haben ja alle beschlossen, wir gehen in die EU. Heute, nach 20 Jahren, sieht es anders aus. Heute trauen sie sich nicht mehr, aber aus politischen Gründen, nicht aus Überzeugung, weil sie gemerkt haben, das Volk nicht mehr will in die EU. Jetzt sind wir eigentlich vom Thema abgekommen, jetzt sind wir schon wieder in der Politik hin, aber gleich nochmal, es ist interessant, wenn man die Sendung ein bisschen verfolgt, ihre Sympathien. Ich habe das Gefühl, ich behaupte jetzt einmal, für die Amerikaner oder auch für die Russen haben sie als Unternehmer viel weniger Sympathien als für Chinesen? Auf der einen Seite ja. Natürlich, Amerika steht mir vom System her, habe ich eine grosse Bewunderung für die Amerikaner. Also für das republikanische Wirtschaftsprogramm? Jawohl, der Pioniergeist, vorangehen. Man sieht auch jetzt wieder, sie kommen am schnellsten zu der Rezession aus. Sie gehen nach neue Energie. Das hat man gar nicht gedacht, ja, dass die Tracking plötzlich... Das ist jetzt die neue Energie. Und zwar günstige. Mit genügend. Unabhängig. Da können die Amerikaner können das. Die gehen sofort dahinter. Wenn du pleite machst, fängst du morgen wieder etwas Neues an. Für das habe ich viel Sympathie und den Freiheitsdrang. Aber nicht für das Obama, für die Obama-Philosophie jetzt. Das ist eine andere Seite von Amerika. Aber das Freiheitliche. Und Für Chinesen habe ich nicht System, nicht das politische System. Aber man muss sehen, die sind aus dem Tief rausgekommen vom kommunistischen System in den 80er Jahren und haben den Mut gehabt zu sagen, mit der Wirtschaft kommen wir nicht mehr voran. Wir müssen ein marktwirtschaftliches System einführen.
sind übrigens in Amerika schauen, oder? Das ist auch etwas. Während der Regenzeit, oder? Ja. Auf einmal sind da die barnierten kommunistischen Köpfe verschwunden und sind auf einmal Leute gekommen, die schon im Habitus gesehen. Das sind eigentlich wirtschaftliche Leute. Und der Chinese ist in vielem ähnlich wie der Schweizer. Er ist fleissig. Er ist bescheiden. Die Chinesen sind Sparer. Die Amerikaner sind doch keine Sparer. Die geben das Geld immer aus, bevor sie es haben. Man sieht es schon beim Staat. Aber der Chinese nicht. Der Chinese hat immer auch viel Geld gehabt während dem kommunistischen System. Das tut alles auf die Seite. Und der hat in diesen 30 Jahren in dem China eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Eine wirtschaftliche. Und ich habe mit den Chinesen ja zu tun gehabt, schon voran, bevor China aufgegangen ist, in Taiwan. Und der Chinese ist kompliziert. Man braucht lange, bis man mit dem Chinesen einig ist. Weil er ist misstrauisch. Er ist, was nicht China ist, da ist für ihn aufpassen. Aber wenn man das Vertrauen hat mit dem Chinesen, dann hat man es sehr gut. Ich habe ja 117 Fabriken gebaut in China mit solchen Verträgen. Ich habe nie einen Vertrag aufgetan. Und gegenseitig auch nicht. Alle Schwierigkeiten, die es natürlich gibt, wenn man so Anlagen baut. Wie viele Firmen gibt es noch von diesen Fabriken? Die laufen alle. Alle 117? Ja. Ja, die sind zum Teil gross und weiter. Die brauchen heute alles nicht mehr. Da können sie heute alles selber machen. Aber das... man darf aber das Vertrauen nie missbrauchen. Ich habe in China eine Fabrik angestellt, hat noch zweite und dritte Wille. Da habe ich gesagt, ich offeriere Ihnen das. Hat er gesagt, Sie müssen nichts offerieren. Sie bauen und stellen die Rechnung. Hätte ich ihm aber eine unanständige Rechnung gestellt, habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich das doppelt verrechnen, dass es Schlaumeier ist. Dann wäre ich fertig gewesen. Mhm. Also insofern, aber man muss ihn ernst nehmen, der Chines. Aber der Chines nimmt uns auch ernst. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, eben wegen dem politischen System. Wäre denn überhaupt so ein System wie wir haben, also die direkte Demokratie in China möglich? Ja, schauen Sie, ich habe nie in einem Land angefangen missionieren und wollen ihnen unser System verkaufen. Das ist auch grösser, Mann. Ich muss ja in der Schweiz kämpfen, dass wir das System behalten können, weil das die Politiker dauernd wollen. Unter den Tisch wischen, mit allen Möglichkeiten, berufen auf das Völkerrecht, damit man es kaum gehen kann, oder internationales Recht obendrein, in die EU gehen, bilaterale Verträge und so weiter. Aber auf China gehen und sagen, jetzt führen die das System ein, in einem Land mit 60 Sprachen, mit 1,4 Milliarden Menschen, mit dieser Fläche, das ist, da hätte ich jetzt, könnte ich jetzt nicht machen. Und was eben interessant ist, wenn man beim Wirtschaft, ich habe sie gemerkt, ich muss ein bisschen wirtschaftliche Freiheit geben den Leuten. Die können investieren. Eben das berühmte Motto, Katze mit den Mausen, oder? Jawohl, ja. Das ist, glaube ich, so der Bruch. Jawohl, ja, genau. Und sie, aber politisch haben sie natürlich noch zu, aber die Redefreiheit, und das kommt eben mit der wirtschaftlichen Freiheit, die wird nicht, praktisch nicht unterdrückt. Also in der Wirtschaft und am Tisch und schnurren die Leute und schimpfen über die Regierung und Säb und dieses, das ist eigentlich heute sehr offen. Aber öffentlich haben sie wahnsinnige Angst vor der kleinsten Ansammlung, wo etwas gemacht wird und das schlagen sie nieder. Und darum habe ich vor den Chinesen Respekt und ich habe mit denen auch gute Erfahrungen gemacht. In Amerika ist das Geschäftsleben für uns viel schwieriger. Also wenn wir da kommen, wir sind ein relativ kleines Unternehmen gewesen, von Amerika haben sie immer einen Haufen Rechtsanwälte um sich herum. Das ist alles. Und da sind sie ein bisschen verloren. Wir sind das Zweite und die sind das Zwölfte da am Tisch, oder? Und dann noch auf Englisch und das ist nicht unsere Muttersprache und so weiter. Also, und bei den Chinesen geht es natürlicher her und zu, für uns. Also immer für mich. Ich kann nicht sagen, ob es für einen anderen auch so sei. Und von den Chinesen, wir haben ja von der Autoindustrie angefangen. Was machen Sie denn genau? Oder was macht EMS für die Autoindustrie? Also wir produzieren ja
vor allem Kunststoff. Ems produziert Kunststoff für Bestandteil von der Autoindustrie. Also ganz ein einfaches System, das heute auch nicht mehr so besonders ist. Das Leitungssystem in den Auto hat so Leitung für Benzin, für Wasser und so weiter. Und die hat man früher zusammenschrauben. Und jetzt macht man einen Spezialkunststoff und aus denen kann man das ganze Leitungssystem gießen und kann ins Auto hier tun. Das gibt einmal bei den Herstellkosten etwa 20% billigere Kosten. Zweitens ist natürlich leicht. Auto sollte ja nicht schwer sein, braucht nachher viel Treibstoff. Dann ist es, gibt es keinen Lärm. Oder? Metall, das schüttet und du, da hörst du nichts. Das ist leislich. Und das in den Werkstoff, das zu arbeiten, das ist ganz wichtig. Und da ist Ems heute führend. Also weltweit führend, ja. Weltweit führend. Ja. Und ein kleines Beispiel haben wir auch schon gehört, ist der Detonator, also der Zündpille für das Airbag-System. Da haben sie noch eingeführt, das ist glaube, Ende 90er, ja. Das ist jetzt schon ein Massenprodukt, das ist also nicht mehr besonders, aber es ist ein typisch schweizerisches Produkt, weil das ist hohe Präzision. Das Monopol auf dem? Nicht das Monopol, also heute haben sie etwa 70% Marktanteil. Ja. Das ist fast ein eigen. Ja, wo man auch immer verteidigen, oder? Ja, muss man verteidigen, aber das ist jetzt schon ein Massenprodukt. Man sieht auch die Preisentwicklungen, dort mal bei den ersten, das war etwa der Preis 25-30 Franken gewesen. Heute ist der Preis vielleicht 1,50 Franken. Das ist eben die Entwicklung, die Automatisierung. Und jetzt passiert in der Schweiz auch Interessantes. Jetzt kommen da die Fusionen, jetzt sind ja zwei grosse Anzeigen. Holcim und Favas, also Franzosen und Schweizer. Wo noch Rapperswil kommen, glaube ich, im Betonmarkt. Ja. Und ganz interessant ist, was jetzt passiert in der Pharma. Novartis. Also Novartis, dann sind da die Engländer, sind da noch die Amerikaner dabei. Zuerst zu der ersten Fusion. Also da sind einfach zwei riesige, die jetzt fusionieren. Und dann ist ja klar, die sagen sich, ja, wenn wir zusammengehen, wird alles rationeller. Also nicht der eine baut eine Fabrik und der andere auch noch eine. Wie es im Wettbewerb eigentlich muss sein und auch gut ist. Sondern die sagen, ja, dann können wir das Zeug besser ausnutzen. Das hat natürlich den Nachteil, weltwirtschaftlich, dass so grosse, die zusammengehen, immer auch den Wettbewerb einschränken. Einschränken. Also am Schluss, wenn alle miteinander zusammengehen, ist das wieder fast wie der Staat. Das ist nur noch einer. Oder? Und, aber das ist bei den grossen, ganz grossen Firmen so. Und in so Massenprodukten ist das wahrscheinlich manchmal fast die einzige Möglichkeit zum Überleben. Ich habe ja, als ich hier dabei war, bei der Alu-Suisse Lonza, das Problem gehabt. Die Alu-Suisse. Die hatten so grosse Bauxitwerke in Australien, wo sie selber nicht auslasten konnten. Und der andere hat auch Bauxitwerke gebraucht, aber das war der Konkurrent. Und dann hat man es zusammengelegt mit den Amerikanern. Wir waren in Kanada. Und dann konnte man die Bauxitfabrik auslasten. Das war im Interesse der Alu-Suisse, aber auch im Interesse des anderen. Aber wir haben heute eigentlich nur zwei grosse Aluminiumkonzerne auf der Welt. Wenn die sich auch noch zusammenschliessen würden, was sie alle nicht dürfen, aber wenn sie sich würden, hätten wir praktisch nur noch einen. Monopolist. Und das ist dann, geht dann ins Monopol. Jetzt Novartis ist ja noch ein interessanter Fall. Das ist ein Vasilla, sein Erbe jetzt eigentlich da aufgesplittert. Ja gut, sie sind jetzt bis jetzt auf 5 Beine gewesen. Und in der Pharma haben sie so grosse Entwicklungskosten. Und die haben sich jetzt zusammentun mit anderen. Weil die haben zum Beispiel gesagt, hört ihr in Amerika oder in England, ihr forscht auf dem Krebsgebiet. Ihr forscht. Und das machen wir 3 Jahre das Gleiche. Aber das ist ja im Wettbewerb so. Man macht es gleich, um zu schauen, wer der besser ist. Und weil die Kosten so hoch sind, haben die gefunden, wäre es nicht gescheit, das würde es nur einer machen. Und dann haben sie ein zweites Gebiet, ich weiss nicht genau, wie das Gebiet heisst, aber ist ja gleich, nehmen wir mal an,
Der ist jetzt in der Immun? Ja, in der Urinimmologie oder wie der Gebiet heisst. Da sind wir auch zu dritten. Und hier auch. Und dann haben sie sich geeinigt und dann gesagt, gut, du kaufst von mir den Teil ab und ich kaufe von dir den Teil ab. Und am Schluss macht jeder nur noch eine Sache und wir konzentrieren uns auf das. Ist das eine gute Entwicklung aus Ihrer Sicht? Also, etwas gefällt mir sehr gut, die Konzentration der Kräfte auf wenig. Also im Blocherprinzip. Also in dem Buch, ja. Buch, wo sie geschrieben haben, wo ein Interview ist mit mir über Führung. Das lege ich, für mich ist eigentlich der Erfolg von der Firma die Konzentration auf weniges. Nicht da die Mischkonzerne, die alles zusammen haben. Und es ist jetzt interessant, das geht natürlich gegen die Größe, wenn man sich konzentriert. Oder? Man wird kleiner, aber man wird natürlich auf dem Gebiet Weltmeister. Hast du dort gut ausgeführt, wenn man sagt, wenn ich nur eine Sache mache, dann ist 100% von meiner Kraft auf einer. Wenn ich 10 Sachen mache, dann trifft es nur 10%. Also bin ich beim Einzelnen weniger erfolgreich. Aber man sagt dann, ja, aber das grösste Risiko hast. Weil wenn du das abfährt, dann ist es fertig. Aber die Chance, dass dort etwas abfährt, ist eben kleiner. Darum gefällt es mir, dass jetzt die ganz Grossen auch zu dem kommen. Und jetzt redet man hier von Fusionen. Es sind gar keine Fusionen, es ist im Grunde noch auch das Gegenteil. Sie geben auch Sachen ab und nehmen andere Sachen nie. Und das war schon die erste Fusion gewesen, zwischen Zando und Ziber Geigi. Das war eigentlich auch keine Fusion gewesen, sondern das Gegenteil. Sie haben einen Haufen verkauft, also Wander- und Mettlerwagen und alles war dort drin gewesen. Das haben sie rausgetan. Aber bei der Pharma konzentriert, jetzt sind sie wieder grösser geworden. Mit verschiedenen Gebieten. In der Tiermedizin haben sie auch jetzt etwas abgegeben. Also, das finde ich, das ist ein erfolgreicher Prozess. Und dann wird man aber auf weniger Gebiete haben. Jetzt noch ganz zum Schluss, weil Sie sehen, ist schon wieder rum, noch ganz zum Schluss eine Frage. Sie haben es gekriegt von der Automobilindustrie, wo Sie ja Experten sind. Jetzt redet man im Moment vieles von neuen Trends. Wir haben die Entwicklung beim Auto ein bisschen verschlafen, haben wir auch lesen können. Es gibt ja Experten, die sagen, in 10 Jahren fahren wir ohne Benzin und in 20 Jahren fahren wir ohne Fahrer. Sondern ja, eben, dann wird jetzt testet, das vollautomatische Auto. Glauben Sie an die Entwicklung? Ja, aber ich glaube nicht, dass man morgen einen fährt ohne Auto. Aber dass die Automobilindustrie ist außerordentlich innovativ. Unglaublich. Wenn man sagt, sie hat verschlafen. Was in der Autoindustrie gegangen ist, ich denke an Lärm. Ich denke, also, wie sie still geworden sind. Im Moment ist ja der Lärm gar nicht mehr der Motor, sondern der Pneu. Also, das ist doch unglaublich, die Entwicklung. Zweitens, was preislich gegangen ist in der Autoindustrie, ist eben so erstaunlich. Denn im ganzen Einsatz vom Benzin ist darin wahr, dass es kein neues Modell gibt. Also heute haben wir ja Autos, wo wieder Batterien füllen und Aber das ist ja, glaube ich, die grosse Glaubensfrage im Moment. Ob man wieder auf Benzin setzt oder auf Tesla draußen? Ja, jetzt kommen wir. Also Elektromobil ist ja jetzt im Mode. Wasserstoffmotoren haben wir schon in Ems entwickelt vor 40 Jahren. Wir sind viel zu früh. Ich bin da vom Zürichsee umgefahren mit dem Wasserstoffmotor, oder? Aber da hat man gemerkt, wir haben ja das ganze Netz nicht. Man muss ja zuerst Wasserstoff produzieren. Und da müsste man in die Sahara, weil da muss mehr Interesse haben. Aber das kommt dann wieder. Jetzt beim Elektromotor. Da brauchst du natürlich Ladestellen, zum das Auto zu laden. Bis das da ist, braucht das lang. Und dann braucht es vor allem Kernkraftwerk. Und der Strom da produziert, oder? Da könnt ihr mit ihren Windrädchen, wenn sie den da lang umeinander fahren. Also, es ist eine gute Entwicklung im Gang. Aber solche Entwicklungen gehen immer lang und werden auch nur teilweise dann erfüllt. Es hat mal eine grosse Entwicklung gegeben, das reine Kunststoffauto. Überhaupt kein Stahl mehr dran. Das hat es nie gegeben.
Das gibt es auch heute nicht. Aber dass ein grosser Teil heute Kunststoff ist, mit diesen grossen Vorteilen, die also Ems vorangeht, das war voll am Schluss. Aber das ist ja nicht nichts. Man muss ja den Hebel weit werfen, oder? Auch die Roboterkunst, da, wo man da sagt, da brauchst du keinen Fahrer mehr und so weiter. Ich kann mir das nicht recht vorstellen, wie das geht. Aber dass die in dieser Richtung arbeiten, das ist gut. Die Autoindustrie ist also nicht stehen geblieben. Das ist, weil sie eine private Industrie ist und eine unglaubliche Konkurrenz hat. Also die Bahn ist dann viel weiter hinten stehen geblieben. Viel weiter. Also, das war wieder mal eine wirtschaftliche Sendung. Sehr interessant. Danke vielmals für die Ausführungen. Wir werden das Thema sicher wieder aufgreifen. Das war Tele Blocher. Wir sehen uns nächste Woche gleiche Zeit. Freue mich, wenn Sie dabei sind und ein schönes Wochenende.